Ja, hallo Freunde von und Freundinnen von Love Island. Also diese Folge heute ist einfach fantastisch für Freunde der gepflegten Plus-Minus-Beziehungen. Also man kann das ja so schön sehen und eigentlich fast noch besser als letztes Jahr, weil dieses Jahr so dieses manipulative Element, sag ich mal, nicht so drin ist. Und man sieht, es bringt einfach nichts, immer den Bösen zu suchen, sondern einfach zu gucken, warum stecke ich in solchen Dynamiken. Also wir haben ein Paar, das funktioniert, und wir haben drei Paare, die also wirklich ja diese Plus-Minus-Geschichte haben bis zum Abwinken. Muss ich mal gerade nach den Namen gucken. Also das Paar, was funktioniert, ist Nicole und Dennis. Und man merkt auch, dass ein Paar, was funktioniert, also aus Sicht von so einer Sendung natürlich langweilig ist. Und das ist auch das Problem, dass man manchmal das Funktionierende langweilig findet. So. Und ja, das Drama halt spannender findet. Und dann haben wir im Grunde genommen drei, ja, plus minus leicht dramatische Beziehungen. Das ist Julia und Amadeo mit Amadeo so Minuspol. Wir haben Greta und Finn mit Greta Minuspol. Und wir haben Bianca und Adriano mit natürlich Adriano Minuspol. Es ist wirklich großartig. Und ja, schauen wir mal, was da so passiert ist. Ja, also ich muss einmal vorab sagen, ich finde, wie gesagt, dass da keiner, weiß nicht, so richtig krass drauf ist, aber trotzdem gucken wir uns einfach, das einfach mal an. Ja, ich würde ganz gerne, dass wir uns kurz alle gesammelt irgendwo hinsetzen und das ein oder andere Wort an euch richten und möglicherweise auch die Gelegenheit geben. Also was ich jetzt erstmal ein bisschen übertrieben fand, ist von Adriano, dass er jetzt erstmal gleich wieder eine Rede halten muss an alle über seine Entscheidung da beim, als sie sich neu verkappelt haben, dass er dann die Bianca so gesagt hat, ich weiß nicht, ob das mit uns was wird, was ja schon für mich synonym ist, was wird nie was, was man auch heute sieht, das ist ja alles so im Schnelldurchlauf bei denen, das finde ich auch immer so gut. Warum er jetzt da vor allen so eine Rede halten muss, fand ich echt übertrieben, aber naja, gut. So, jetzt hören wir mal, wie Bianca so ihr eigenes Pluspol-Dasein beschreibt. Und immer die Person, die mehr liebt, mehr gibt und halt bedingungslos ist. Ja, also Bianca ist einfach, ich finde die einfach geil, wie die in ein paar Sätzen das eigentlich zusammenfasst, aber trotzdem nicht sieht, dass es auch so ihr Muster ist. So. Also ein bisschen sieht sie es ja, aber irgendwie auch nicht. Und was ich da so geil finde, ist dieser Pluspol, was viele Pluspole sagen, ich liebe bedingungslos. Ja, einen Menschen, der nicht verfügbar ist, wo man seine ganzen Fantasien drauf projizieren kann, das geht. Aber dann, aber die ganzen anderen Jungs, die sie eigentlich wollen, die lässt sie garantiert stehen irgendwie so, ne? Weil da kann sie ja nicht ihr Muster leben irgendwie. Ist natürlich alles nicht bewusst, ist schon klar. Aber tja, und ich liebe unbedingt den Menschen, der mir sowieso nicht zu nahe kommt irgendwie. Und dass es eben nicht nur unbedingt Liebe ist, sondern dass sie auch, also einfach, ist ja auch völlig in Ordnung, ganz normale Wünsche hat. Also in diese Beziehung sieht man gleich, wenn es nämlich auseinanderfliegt, wo sie nur am Rumheulen ist. Und was man eben sieht, dass es eben nicht nur unbedingt Liebe ist, sondern dass sie natürlich auch was zurückerwartet. Das sagt sie aber nicht so, ne? Und da kommen noch viel bessere Sachen. Ja, dann gab es mit Armando und Julia, also wirklich, ich finde ein schreckliches Date. Die sind jetzt auch schon 3 Tage zugange. Und mein Gott, ey, das ist doch im, also ich meine, ich muss hier mal überlegen, wer geht in so eine Sendung? Das sind vielleicht Leute, die lange Single sind, ich weiß es nicht, die vielleicht Bindungsprobleme haben. Aber ganz ehrlich, die daten doch bestimmt alle auf Tinder oder so, wird das doch auch nicht so laufen, dass man sich X-Dates trifft und nur rumlabert. Also die kommen auch überhaupt nicht vom Fleck und liegen dann am Strand in so einem Ehebett. Und dann sagt Julia halt diese wunderschönen Worte. An dein Herz lässt, dann wird es mega die große Ehre für die Frau sein. Ja, das heißt, sie hebt ihn schon wieder auf den Podest und ja, die Frau, die dich kriegt, die wird so glücklich sein. Also im Grunde genommen was Ähnliches, was Bianca gesagt hat, hebt ihn auch auf den Podest. Und auch sie, also sie kommt ja hier auch so gesetzt und rüber und auch sie wird noch heulen am Ende des Tages, weil sie es eben doch nicht aushält, dieses ganze Bindungsängstliche oder was weiß ich, dieses Bindungsvermeidende, was er hat. Wie gesagt, das muss ja jetzt nichts, keine Ahnung, warum und wieso er es macht, ist ja auch egal, aber auch sie kann irgendwie nicht sehen, dass sie das einfach nicht gut tut, so, ne? Ich hatte halt das Gefühl, dass er mir so ein bisschen aus dem Weg geht. Dann war ich einfach sehr sensibel und sentimental.
Ja, wie wir jetzt hier hören, ja, es ist halt genau was passiert. Also er wendet sich dann jemand anders zu, was ja im Grunde genommen völlig in Ordnung wäre. Das wird, denke ich, auch Julia so sehen. Aber man wird halt so dünnhäutig, weil man einfach merkt, es läuft nicht, es geht nicht voran. Und dann wird man immer dünnhäutiger so, ne? Und dann nervt man natürlich den Minuspol noch mehr. Und ja, das ist dieses Ganze. So, jetzt kommen wir da zu Adriano und Bianca. Sie sagt Folgendes. Das war nicht so im Prinzip nicht das... Nicht das erste Mal, dass mir jemand sowas sagt. Ja, also für all die Leute, die denken, es liegt daran, dass man vielleicht nicht hübsch genug ist, nicht attraktiv genug ist. Es liegt überhaupt nicht daran. Selbst diese nun wirklich, würde ich mal sagen, super hübsche, ich glaube, viele Männer finden die richtig hübsch, Bianca, schafft es, sich ein Muster zu suchen, dass sie diesen einen Mann findet, der sie nicht will und garantiert 5 Nebenmann stehen lässt, also die sie bestimmt wollen würden. Ja. Könnte man, weiß ich, kenne sie jetzt nicht, wie gesagt, man weiß nie, aber wenn man es jetzt mal wieder umbricht auf Situationen im echten Leben, wäre es genau wieder dieses Ding, dass man vielleicht ein passives Bindungsangstthema hat und eben die Leute, die einen haben wollen würden, die sortiert man einfach aus und jammert dann darüber, dass dann dieser eine, der noch bindungsängstlicher ist als man selber oder bindungsvermeidender, was weiß ich, dass der einen nicht haben will. Und darüber geht man dann ins Drama. Ist eigentlich alles so crazy, aber so ist es halt, ne? Ja, jetzt sagt Greta noch was dazu. So viele würden die sich wünschen, aber wenn von seiner Seite aus mit den Gefühlen da nichts ist, dann... Und die sagt eigentlich grundsätzlich das Gleiche. Ja, so viele würden sich wünschen. Das stimmt auch. Also ich denke mal, Bianca, wenn man da jetzt so 10 Standardmänner in ihrem Alter raussuchen würden, ich könnte mir schon vorstellen, dass, weiß nicht, bestimmt 7, 8 Leute sie gut finden würden. Aber die genau will sie ja nicht. Das ist ja das Problem, ne? Weil das der Liebeschip nicht erlaubt, ne? Dann wäre es ja ganz einfach. Es ist so verrückt. So, jetzt sagt, das, also dafür könnte ich ihn echt knuddeln, dass Adriano was ganz Wichtiges sagt irgendwie, auch wenn das jetzt, also knuddeln, weil es einfach ehrlich ist. Es klingt jetzt sehr hart, wir hören mal rein. Aber in gewisser Weise ist sie, also ab einem gewissen Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich hätte machen können, was ich will. Ja, und es wäre immer richtig gewesen. Es wäre immer richtig gewesen. Mhm. Das ist genau dieses Problem im Pluspol. Also Pluspole denken ja immer, sie tun nichts dafür. Letztlich tut auch, also jeder verhält sich, wie er verhält, aber es gibt das manchmal auch so schwer zu erklären. Also manchmal fragen mich auch Leute, ist es meine Schuld, ist es meine Schuld? Nein, also jeder verhält sich, wie er sich verhält, aber so eine Beziehungsdynamik bringt es halt noch mehr raus, weil das Universum uns spiegeln möchte, ne? Damit wir weiterkommen. Und er sagt jetzt genau das, was Pluspole, glaube ich, lernen müssen, dass sie überverfügbar, über, also einfach, er sagt im Grunde genommen, in unserer Sprache sagt er, Bianca hat einfach keine Standards, so, und das fuckt mich ab irgendwie, ne? Also für diejenigen, dass man denken, dass man Bindungsängstler interessierter machen kann, wenn man sich noch mehr verbiegt, hier hört ihr, das ist genau das Gegenteil, das ist das, was ich immer sage, halt eure Standards ein, lasst nicht zu, dass ihr nicht mehr respektiert werdet und ja, und ich finde, er sagt das wirklich gut und ich glaube ihm auch, dass er da einfach aus seinen, ja, er kommt aus seinen Themen halt auch nicht raus so und dann trifft er eigentlich, muss man wirklich sagen, eine ehrliche Entscheidung zu sagen, es funktioniert einfach nicht. Klar, ich meine, jetzt drüber nachdenken können, ob es vielleicht schlauer gewesen wäre, das früher zu machen oder vielleicht wollte er es ausprobieren. Also ich würde ihn dafür jetzt nicht groß kritisieren, dass ja auch diese ganzen Sachen, die es jetzt mit diesem Spielformat noch gibt, naja. Aber man sieht, was ich ja von Anfang an schon gesagt habe, wenn so ein Dating-Prozess einfach nicht anläuft und der ist bei denen auch nicht angelaufen, da kommt einfach nur Mist bei raus. Kommt nur Mist bei raus. So, noch was von Adriano. Sohn kennenzulernen, die mich nicht wegflasht. Ich wurde noch nicht weggeflasht, noch nie. Und ja, also Leute, wenn euch irgendjemand sagt beim Daten, der älter ist als 16, ich wurde noch nie von jemand weggeflasht. Ich kann euch nur empfehlen, ganz weit wegzulaufen, weil dass ihr jetzt gerade diese Person seid, diese Person flasht. Das, also ich habe das ehrlich gesagt immer nur in diesen Sendungen gehört. Ich habe das im echten Leben noch nie gehört, ehrlich gesagt. Aber wenn jemand das sagt, dann heißt das im Grunde genommen, meine Standards sind so hoch, beziehungsweise ich setze sie vielleicht unbewusst absichtlich so hoch, dass einfach niemand rankommt und da muss ich mich auch nie einlassen und muss nie irgendwie, was ich muss nie irgendwie Gefühle zulassen und kann jeden aussortieren. Das heißt es im Grunde genommen, ne? Sehr ehrlich auch wieder. So, jetzt kommen wir noch zum dritten Paar. Jetzt könnte man ja denken, zwischen Greta und Finn läuft es nicht besser, das sah ja auch so aus. Und wir hören mal rein. Das Ding ist, ich denke für mich auch langsam so,
dass mich nervt, dass ich mich darüber Gedanken machen muss. Weißt du? Ja, aber es ist doch komplett normal in einer Beziehung, dass du dir solche Gedanken machen musst. Ich hab zwei Wochen. Ja, auch Finn sagt es, klar, jetzt sind sie wieder zusammen, jetzt sieht sie wahrscheinlich Greta sich wieder an zurückzuziehen und auch er leidet. Ja, und dann sagt sein Gesprächspartner, sagt dann hier später noch, ja, und ich glaub mir, sie ist aber, sie findet dich ganz toll, aber ja, das Verhalten zählt halt nur und das sind alles so Sprüche, das ist eben, man kommt an diesen Liebeschip-Themen einfach nicht vorbei, er kann sich dann noch so drehen und wenden und sagen, nee, es ist nicht so, es ist so. Und dann sagt er noch irgendwie, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, dass er sagt, ja, Erektion war nicht so stabil, ob er jetzt damit sagen wollte, weiß ich nicht, es ging, die hatten irgendwie keinen Drive oder sie war nicht angeturnt oder er war nicht angeturnt oder ob er das wörtlich gemeint hat. Aber ist ja auch egal. Ja, einfach dieses Gefühl, es hakt, es hakt, es hakt, es hakt. Und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und das einzige Paar, was funktioniert, wird natürlich dann auch nicht mehr gezeigt, weil es zu langweilig ist. Ne? So funktionieren wir alle. Und auch dafür habe ich keinerlei Bewertung. Man sollte sich auch wirklich immer überlegen, ob man, wenn man nicht in safe Beziehungen kommt, sollte man sich auch immer überlegen, ob man einfach nicht sehr aufs Drama steht. Und dann sollte man vielleicht sich das einfach Frieden schließen, dass einem normale Beziehungen einfach zu langweilig sind. Ne? Dann ist es halt so. Ne? Ja, bin gespannt, was ihr dazu schreibt. Wie gesagt, ich muss mal gucken, wie lange ich das jetzt noch täglich hinkriege. Aber ich werde das dann irgendwann nachliefern. Und ja, liked meine Videos bitte. Abonniert, drückt die Glocke. Das macht immer einen schlanken Fuß auf YouTube. Und wir werden uns bald wiedersehen.